Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute biegen wir einmal rechts ab und es geht mal wieder, ihr habt es schon gelesen, um das Thema Lautstärke. Ich habe jetzt schon ein paar Videos online, die packe ich auch mal in eine Playlist, dass es ein bisschen einfacher ist. Ich habe ein Video, wie ich an meiner Bella eine Lautstärkemessung vornehme. Ich habe ein Video, wie ich die Abgasanlage neu dämme, um der Geschichte, um mir da ein bisschen mehr Spielraum zu holen, will ich mal sagen, und die Lautstärke etwas abzusenken. Dann habe ich ein Video, wo ich mit einer Dame konfrontiert werde, die von Motorradlärm belästigt wird. Und das Thema ist natürlich, 2020 ein ziemlich großes Thema, reiße ich vielleicht ein ganz klein bisschen nachher noch an. Aber jetzt machen wir hier erstmal ein kleines Päuschen und ich erzähle bzw. zeige euch mal, was ich mir an meiner Bella mal wieder so ein bisschen umgebastelt habe. Wir fahren mal eben hier hoch. Zack, hier kann ich schön, heute bin ich vorbereitet, Moped kann aus. Ich habe mir hier so eine ganz kleine leichte Carbonscheibe mal ins Moped gelegt, dass ich hier bei so Aktionen nicht immer auf die Idee komme, mein Handy dahin zu legen. So, ich würde sagen, ich gucke mal und dann setze ich mich mal gemütlich hin. Wop, die hängt ganz schön hoch. Ich lasse den Helm mal auf, weil wegen Mikrofon, ne, ist klar. Ich habe mir einen kleinen Spickzettel gemacht, weil die Geschichte ist bei mir jetzt auch schon ein paar Tage her, wo ich ein bisschen gebastelt habe und ich fasse ganz kurz zusammen. Ich hatte eine Lautstärkemessung gemacht, einfach mal um einschätzen zu können, wie sieht es aus, wenn ich mal in eine Polizeikontrolle gerate. Und dabei kam dann raus, von 95 Dezibel, die ich haben darf, die beziehungsweise in den Papieren eingetragen sind, bei einer gewissen Nenndrehzahl, steht bei mir alles auf einem Aufkleber, auf dem Rahmen drauf, natürlich auch in den Fahrzeugpapieren. Und ich habe dann eine Messung gemacht. Wie gut diese Messung ist, sagen wir mal, wie echt und wie genau die ist. Ich habe natürlich kein geeichtes Gerät irgendwo, was vielleicht die Polizei oder so hat. Ich hatte damals auch versucht, eine Messung bei einem TÜV, so eine richtig ordnungsgemäße Messung beim TÜV vornehmen zu lassen. Die haben mir das mehr oder weniger so ein bisschen uninteressant gemacht. Die hatten mir eine Wartezeit von 4 Wochen und dann haben die gesagt, hier, wir können das messen, aber wir werden dir das nicht bestätigen und nicht ausdrucken oder sonst irgendwas, nur rein Interesse mal halber, ohne Gewährleistung auf die Richtigkeit dieses Ergebnisses, und dementsprechend habe ich das dann selber gemacht. Mir geht es jetzt hier auch zum Teil nicht darum, wie viel Dezibel ich jetzt überall habe, sondern so mehr oder weniger um den Unterschied, weil auch wenn mein Messgerät nicht geeicht ist, die Unterschiede, die werde ich nehmen können. Bei einer Messung von der Polizei haben wir in der Regel 5 Dezibel Spielraum. Das heißt, Messung 95 Dezibel darf sie haben und bei 100 Dezibel ist Schluss. Meine erste Messung betrug 99 Dezibel. 99,0. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn man jetzt meine Messtoleranz oder die von einem Polizeigerät, ist eine enge Nummer. Dementsprechend bin ich hergegangen und habe für mich den Entschluss gefasst, meine Abgasanlage mal neu zu dämmen. Habe ich ein Video dazu? Nehmt ja einen Gummihammer. Um das Rohr drumherum hat gebracht 1 Dezibel. Also war meine Dämmwolle innen drin nicht so schlecht, wie ich mir erhofft hatte oder sowas. Ich sag gerade noch eben weg, ich will kein leises Moped fahren, dafür habe ich mir das Falsche gekauft. Ja. Ich will auch einen schönen, satten Sound haben, aber mir geht es so ein bisschen mehr um die Klangqualität bzw. wie dumpf und wie sich das einfach anhört. Aber mir geht es nicht direkt einfach nur schlichtweg um Lautstärke. Ja, dementsprechend habe ich mich dem Thema so ein bisschen angenommen gehabt. Ja, war so ein bisschen ein Tritt ins Gesicht mit dem 1 Dezibel. Und ich bin dann hergegangen, jetzt aufgrund eines Kommentares und auch so Ideen, okay, was kannst du denn jetzt noch machen? Ich habe alles schon mal erzählt, eine neue Abgasanlage will ich nicht. Ich will einfach nur aus dem, was ich habe, ohne viel auszugeben, die Sache ein klein bisschen, mal gucken, ob ich da was verändern kann. Ja, hier geht es nicht darum, ihr müsst alle super leise sein und das muss jeder für sich selber wissen. Ich brauche kein Motorrad, was übermäßig laut ist. Wenn es auch ruhig ein bisschen leiser sein kann und sich trotzdem schön anhört, bin ich zufrieden. Ich bin jetzt hergegangen
Deswegen habe ich diesen kleinen Zettel, das kleine Zettelchen hier. Ich bin auf die Idee gekommen, beziehungsweise darauf angeregt worden, vielleicht kannst du ja an deinem DB-Killer mal etwas verändern. Und das habe ich getan. Ich bin hergegangen. Ich kann euch gleich mal kurz hier Bilder einblenden. Es ist so, ich habe einen Versuch und auch Messungen gemacht bezüglich meiner DB-Killer hinten drin. Ja, das heißt, ich bin hergegangen, ich war alleine, ich wollte auch keinen riesen Aufriss machen. Es ist ja nur mal ein Versuch und keine Ahnung, ob es was bringt. Dementsprechend bin ich hergegangen und habe mal eine Lautstärkemessung gemacht im Stand, in der Leerlaufdrehzahl bei 1000 Umdrehungen. Normalerweise ist die bei meiner auch einen ganz kleinen Ticken niedriger eingestellt. Das hat die Ducati-Werkstatt gemacht. Und mir geht es um den Vergleich. Ich habe die quasi mit den normalen, originalen DB-Killern gemessen. Und da haben wir ein Ergebnis gehabt von 85 Dezibel im Stand. Das ist jetzt nicht der Wert, der bei einer Messung festgehalten wird. Das war einfach nur für mich mal für den Unterschied. Dann bin ich hergegangen und habe die DB-Killer mal komplett rausgenommen und habe die dann auch im Stand mal laufen lassen. Und da kommen wir dann schon gerade auf 90 Dezibel. Also 5 Dezibel mehr. Man sagt so im Bereich 6 bis 8 Dezibel, und manche sagen auch bis 10, ist eine Verdopplung der Lautstärke. Verdopplung, es war echt lauter, ja, also keine Frage. Ja. Dann bin ich hergegangen, eben noch kurz zu den DB-Killern, die zeige ich euch, blende ich euch mal hier ein Bild mit ein. Da habe ich mir auch eine Wasserpumpenzange genommen, ein bisschen Kreppband vorne um die Spitzen, damit ich mir das Edelstahl nicht so vermurkse, verkratze beim Rausziehen, weil die gehen schon manchmal ein bisschen schwer raus, erst recht, wenn sie noch nie draußen waren oder so. Und habe die dann geändert. Und zwar bin ich hergegangen und habe mir, wie hier zu sehen, 2 Edelstahlröhrchen besorgt. Das war bei mir ungefähr sowas um 33 mm Außendurchmesser. Das ist derselbe Durchmesser, wie es halt auch die DB-Killer haben. Und habe mir diese mit 4 Schweißpunkten hinten an die DB-Killer angepunktet. Ja. Dann Versuchtest, Einbau hat nicht funktioniert. Die Schräge von den Originalen entspricht nicht der Schräge von den Stutzen bzw. von den Pötten. Und dementsprechend musste ich mir da an der Oberkante mit der Flex nochmal so ein kleines Stück abschneiden, damit die da reinpassen. Und dann habe ich wieder eine DB-Version gemacht, quasi wieder im Stand, einfach mal als Referenz. Und da komme ich auf 83 dB. Das heißt, 2 Dezibel in Bezug zu vorher habe ich im Stand eliminiert. Ja, und was ist jetzt natürlich das Wichtigste? Das Wichtigste ist natürlich dB-Bemessung laut meinen spezifischen Daten, Nenndrehzahl und Sachs, was er halt haben darf. Ne? Ich gucke nochmal eben drauf, ich habe es jetzt auch nicht im Kopf. Wir können mal eben hier gucken. Hier hinten ist ein Ducati-Aufkleber. 95 Dezibel bei 4375 Umdrehungen die Minute. Und was haben wir jetzt da? Das ist ja das Interessante. Wie wirkt sich das jetzt bei einer polizeilichen Messung aus? Egal, ob diese Werte jetzt stimmen oder nicht. Ne? Einfach nur den Unterschied. Und wir kommen auf ein Ergebnis von roundabout. Ich gucke nochmal drauf. 97. Ach, guck mal da, dann hat das echt was gebracht. Und unter 97. Wow, das ist ja geil. 97 Dezibel. Wir waren manchmal ein bisschen drunter. Wir haben natürlich mehrere Tests gemacht. Ich habe das dann mit Frank gemacht. Er hat geguckt. Ich habe zugesehen, dass ich die Drehzahl gehalten bekomme. Und wir lagen immer so in dem Bereich. Das heißt, hier habe ich mir 1-2 Dezibel wieder noch reingeholt, will ich mal sagen. Ich habe jetzt für mich einfach bei einer polizeilichen Kontrolle so das Gefühl, dass ich da A, ein bisschen safer bin. Ja, und B, ist sie jetzt theoretisch ein bisschen leiser? Ich sage theoretisch, weil diese 2 Dezibel so richtig spürbar merke ich die nicht. Wenn ich jetzt durchs Dorf fahre, mit einer, ich sag mal, in einem dritten Gang oder sowas, dann merke ich das minimal. Aber so wie ich den Hahn aufreiße, merke ich das nicht mehr, weil die Bella kann brüllen. Ja? Und das ist auch ganz okay so. Vorausgesetzt, man weiß damit umzugehen. Und das ist auch das Thema, wo ich eben sagte, ich reiße das Thema vielleicht mal ein bisschen an. Das mit den
verboten in Tirol, wo jetzt alle über 95 Dezibel nicht mehr fahren dürfen. Ich dürfte noch, weil ich auf dieser Grenze, ich habe halt die 95 im Schein stehen, ich dürfte noch, alles was drüber ist, darf nicht mehr hin. Und meine Meinung ist, dass die sich da diesbezüglich eigentlich ein Eigentor geschossen haben. Beziehungsweise die werden merken, meiner Meinung nach wird denen das nichts bringen, weil es kommt auf eine Sache an. Und das ist diese Hand hier. Es kommt darauf an, wie ich mich in den Alpen, nee, wie ich mich überhaupt im Straßenverkehr verhalte. Wann gebe ich wie viel Gas? Das macht alles aus. Und da bin ich halt auch der Meinung, dass das die beste Möglichkeit ist, die ganze Sache so ein bisschen zu entschärfen. Wir alle sollten uns ein bisschen überlegen, was wir tun. Zum Beispiel, ihr habt ja gesehen die Alpentour. Wir waren 2019 in den Alpen und wir sind überall da gefahren, wo sie jetzt Gesperrungen gemacht haben für die Ü 95 Dezibel. Da standen überall. Bitte leise fahren. Na gut, einen Gang hoch. Fahren wir leise. So leise, wie das mit einer Ducati geht. Und das ist total auffällig und absolut verständlich. Und es liegt an jedem selber, auf sowas zu reagieren. Das Problem ist halt einfach, muss man ja jetzt im Nachhinein so sagen, es hat die Leute nicht interessiert. Uns hat das interessiert und das nimmt einem auch nicht den Spaß, sein Gas geben, einfach mal um 150 oder 200 Meter zu verschieben. Ja, darauf kommt es nicht an. Das ist einfach die Geschichte. Ja, und das ist auch so ein bisschen das Problem, ne? Weil das beruht auf einer gewissen Freiwilligkeit. Und diese Freiwilligkeit sehen halt viele nicht ein. Und da sehe ich die großen Probleme, wo ich auch schon selber gesagt habe hier, da werde ich von Leuten gegrüßt, denen das völligst egal ist. Und ich grüße die zurück und dabei machen die mir mein Hobby kaputt, weil die sorgen dafür, dass wir Straßensperrungen, dass wir Wochenendfahrverbote, dass wir so Dezibel-Eingrenzungen bekommen. Da bin ich der Meinung, dass wir da halt einfach ein bisschen zusammenrücken sollten und uns halt einfach alle ein bisschen bewusst sein muss, was da abläuft. Ja? Da müssen wir einfach mal ein bisschen zusammen. Ne? Wenn ich hier außerhalb der Ortschaft irgendwo und ich reiß mal ein bisschen am Hahn, ja, wen stört's? Das ist nicht das Problem. Ja, es ist nicht das Problem. Jo, ich würde sagen, das war mal ein Labern in der Natur. Ja, ich hoffe, mir sind jetzt nicht allzu viele Leute böse oder so wegen meiner Meinung. Ja, aber die Kommentare, die daraufhin gezielt sind, dass da jemand nicht mit einverstanden ist, die werde ich ignorieren. Ja, weil meine Einstellung ist so, bleibt so. Da lässt sich nicht viel dran rütteln. Ja, soll jeder seinen Spaß haben. Gar keine Frage, soll jeder einen schönen Sound und jeder einen schönen Klang haben, keine Frage. Aber wir müssen uns ein bisschen am Riemen reißen, würde ich sagen, oder wir sollten es auf jeden Fall. Nee, eigentlich müssen wir es. Und dafür sorgen, dass halt einfach nicht so viel Groll und Hass auf uns einströmt und dann damit diese Verbote kommen, wo dann wirklich alle über einen Kamm geschert werden, weil das finde ich nicht in Ordnung. Jo, ich fahre jetzt noch ein schönes Stückchen hier mit meinem Moped. So, dann würde ich sagen, geht's für mich auch wieder weiter. Der ein oder andere wird es schon gemerkt haben, ich bin halt so ein bisschen ein Bastler und Ausprobierer. Ich bin jetzt kein Auspuffspezialist, ja. Dementsprechend passt das hier. Ja, ungefähr. Es ist so, es gäbe jetzt noch die Möglichkeit für mich, den DB-Killer anders zu beeinflussen. Das ist dann so eine Geschichte, dann wird der DB-Killer hinten verschlossen. Also da könnten quasi erstmal gar keine Abgase raus. Ja? Und dann wird in das Rohr, das was ich verlängert habe, da werden da ganz viele Löcher reingebohrt. Ist jetzt so eine Sache, war mir jetzt ein bisschen zu heiß, weil so ein DB-Killer kostet 40 Euro und die wollte ich mir jetzt auch nicht kaputt machen. Und das dann wieder nachher Löcher zuschweißen und sowas. Das sieht dann nicht mehr so schön aus und das wollte ich dann auch nicht. Leistungstechnisch, ja, ich habe ja hinten jetzt was verändert. Ja, das wäre jetzt noch so ein Thema, Leistungseinbuße bei sowas, ja. Bei so einer Geschichte, wo man jetzt hinten den DB-Killer, die Grundfunktion ein bisschen umbaut mit Zuschweißen und Löcher reinbohren, klar, damit verändere ich den Abgasstau oder Rückstau natürlich massiv, ist keine Frage.
kommt auf die Löcher an. Ne? Bei meiner Variante habe ich da überhaupt keine Bedenken. Ich merke auch hier am Motorrad absolut überhaupt gar nichts. Ne? Diese 4 cm offener, freier Durchgang, ich denke, das ist auch überhaupt kein Problem. Und da habe ich auch ein gutes Gewissen dabei. Ja? Das ist für mich überhaupt kein Thema. Ja, ist allgemein, die sind ja am Chillen hier, Kühe, muss ich an Kühtai denken. Ach, die Alpentour, das war so geil, das war so geil. Ja, ich habe eigentlich soweit erstmal alles gesagt. Was jetzt hier als nächstes kommt, was auch noch in diese Playlist Lautstärke rein oder beziehungsweise dazu gehören wird, ist eine Vorbeifahrmessung. Die steht noch aus, die wollte ich schon länger und beziehungsweise schon öfters mal machen. Da geht es quasi darum, dass ich mal teste, wie laut ist ein Motorrad, wenn ich im dritten Gang, im vierten Gang oder im fünften Gang einfach mal an irgendetwas vorbeifahre. Das heißt, ich werde das Aufnahmegerät einfach mal irgendwo außerhalb der Ortschaft, wo ich niemanden nerve, wo Verkehr ist oder so, da werde ich das hinstellen. Mikrofon auf das Dezibel-Messgerät gehalten, mit Stativkamera aufbauen und dann einfach mal in den verschiedenen Gängen dann vorbeifahren. Bei welcher Geschwindigkeit ich das mache, weiß ich noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ich es vielleicht so mit 70 km/h mache, um so dieses aus dem Dorf raus mal so ein bisschen hinzukriegen, weil ich dann auch mal im Gegenzug mal ausprobieren möchte, wie laut ist es, wenn ich da Gottel gebe. Ja, weil das ist das Problem, was wir haben, beziehungsweise das, was die Anwohner auf so heißen Strecken nervt. Dieses Rausbeschleunigen. Das ist das Problem. Oder hier, keine Ahnung, im zweiten Gang durchs Dorf fahren vielleicht. Ja, aber das würde ich meinem Moped nicht antun. Ja, dann, wenn das Moped hier schreit unter mir, da hätte ich ja nur auch nichts davon. Ja, dementsprechend, das ist sowas, das will ich mal noch ausprobieren. Da bin ich so ein bisschen interessiert dran. Wenn ihr auch daran interessiert seid, jo, würde ich sagen, gerne dem Video einen Daumen nach oben geben. Gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts. Und wir haben auch nicht nur so ist alles zu laut Videos hier, ja, wobei so eng will ich das auch gar nicht sehen, ja. Sondern hier gibt es natürlich auch viele Videos, wo wir einfach irgendwas unternehmen im Kanal, wo wir etwas umbauen, wo wir irgendwas reparieren oder ja, einfach und etwas unternehmen. Ja, das soll es schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch allen und würde sagen, vielen Dank und tschüss. Bis zum nächsten Mal.